Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und ich möchte heute mit euch leckere, knusprige und körnige Low-Carb-Brötchen backen. Wenn ihr gerne rustikale, dunkle und körnige Brötchen mögt und dazu vielleicht gerade noch abnehmt oder viel Sport treibt, dann sind die Brötchen für euch genau das Richtige. Wenn ihr eher diese luftigen und hellen Weizenbrötchen mögt, dann vielleicht eher nicht. Unsere Brötchen sind nämlich nachher schön dunkel und knusprig und sie enthalten sehr viel Eiweiß, weil wir mit Quark, Eiern, Kichererbsenmehl und so weiter arbeiten. Unsere Brötchen enthalten kein Weizenmehl und auch kein anderes Mehl und auch keine Hefe, sondern Weinsteinbackpulver. Wir haben nachher nur eine kurze Gehzeit. Ich erkläre euch nachher noch warum. Dann geht es auch schon los. Ich habe schon die Zutaten vorbereitet. Das genaue Rezept mit Zutaten und Mengen findet ihr nachher als Link unter dem Video zu meinem Blog. Dort ist nochmal ausführlich beschrieben, was ihr von welcher Zutat nehmen müsst und wie und in welcher Reihenfolge zugegeben und nachher gebacken wird. Wir legen los. Ich habe vorbereitet 3 Eier. Gramm Magerquark. 1 Klebige Angelegenheit, die das Quark so an sich hat. Wir setzen den Deckel auf und dann werden die Eier und der Quark erst einmal vermischt. Mit dem Spatel schieben wir das alles etwas nach unten. Ist natürlich am Rand leicht hochgespritzt. Und dann kommt jetzt noch einiges an Zutaten dazu, nämlich 30 Gramm Sonnenblumenkerne, 15 Gramm Leinsamen, 15 Gramm Flohsamenschalen, 50 Gramm Weizenkleie, 1 Päckchen Weinsteinbackpulver. Ich verwende immer nur Weinsteinbackpulver. Ich finde, das ist viel verträglicher als herkömmliches Backpulver. Man hat nämlich keinen Sodbrennen oder einen geblähten Bauch. 20 Gramm Kichererbsenmehl. Kichererbsenmehl ist auch nochmal eine tolle Proteinquelle. 1 Teelöffel Salz, 1 Brötchen ohne Salz sind einfach nichts. Wir setzen wieder unseren Mixtopfdeckel auf und für 20 Sekunden wird jetzt auch schon probiert. Sekunden Knetzeit sind vorbei. Wir überführen jetzt unseren Teig in eine Schüssel und dann lassen wir den abgedeckt für 30 Minuten stehen. Wir haben zwar keine echte Gehzeit, weil es ist ja keine Hefe enthalten, aber zum Beispiel die Flohsamen in unserem Teig müssen noch etwas quellen, bevor die Brötchen nachher in den Backofen kommen. Deshalb einfach eine 30-minütige Ruhezeit. So, das war's. Der Teig sieht so aus. Ich setze jetzt den Deckel auf, lasse den Teig hier einfach für 30 Minuten stehen und heize in der Zeit meinen Backofen vor. Bis gleich! Willkommen zurück. Die 30 Minuten Ruhezeit für den Teig sind beendet. Der
Teig geht jetzt nicht groß hoch, das ist ja wie gesagt keine Hefe enthalten. Es ist wirklich die Ruhezeit dafür gedacht, dass die Flohsamenschalen quellen können. 30 Minuten sind aber auch noch ausreichend, damit das Backpulver gleich noch seine Wirkung tun kann. Der Herd hat auf 220 Grad vorgeheizt und ich überführe jetzt den Teig in meine Brötchenbackform. Könnt ihr die Brötchen dann noch mit Körnern versehen, aber mir ist das nachher beim Essen immer so ein bisschen eine Sauerei, ich mache das nicht so. Ich verteile jetzt den Teig in meiner Brötchenbackform. Ihr könnt aber auch mit den Händen ganz normal Kugeln in Brötchenform kneten und die auf ein Backblech mit Backpapier legen und so backen. Jetzt kommen die Brötchen für 30 Minuten auf die zweite Schiene von unten bei 200 bis 220 Grad und dann backen die. Wie gesagt, die gehen nicht groß hoch, nicht erschrecken. Bis gleich. Auch 30 Minuten Backzeit gehen mal vorüber. Ich bin wieder da und zwar mit meiner Backform mit den fertig gebackenen Brötchen. Die Brötchen sind schön dunkel. Die Backform ist ja sehr flexibel. Ich kann die jetzt einfach umstürzen. Brötchen haben wir erhalten und die lasse ich jetzt einfach hier auf einen kleinen Rost abkühlen. Vorsicht, heiß! Wenn die Brötchen abgekühlt sind, bin ich wieder da. Bis gleich! Auch wenn man ein eher ungeduldiger Mensch ist wie ich, muss man die Abkühlzeit einfach abwarten. Das waren jetzt nochmal ca. 20 Minuten. Unsere Brötchen sind jetzt im Brotkorb und ich schneide jetzt mal ein Brötchen für euch an. Na, also sie sehen dann so aus. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Durch die Brotbackform haben sie eine runde Form, sind aber am äußeren Rand eher glatt. So, das Brötchen ist aufgeschnitten. Ach, es ist wieder mal so schade, dass es kein Geruchsvideo gibt. Es duftet wirklich herrlich. Und diese Brötchen haben wir schon oft gebacken, die sind echt lecker, also wirklich rustikal und lecker. Wer solche Brötchen mag, der wird die lieben. Probiert es einfach mal aus, als Sportler, als Abnehmer oder einfach nur so, weil ihr sie lecker findet, so wie ich. Dann bis zum nächsten Mal. Hinterlasst mir gern ein Like und ein Abo und wenn ihr mögt auch einen Kommentar. Ich freue mich aufs nächste Video. Eure Christina.